Ah! Tötet den Greif! Tötet den Greif! Press ihn! Ah, der macht aber nicht so viel aus. Doch, ich bei mir gerade schon. Ja. Oha, Alter! Halt! Moin und herzlich willkommen zurück zu PixArk. In der letzten Folge haben wir am Ende noch drüber gerätselt, was der Feuerelementel wohl frisst, damit sein Hungerwert sich wieder auffüllt. Und wir haben da einen Tipp bekommen, der folgendermaßen lautet: Fire, you need to equip a staff with a flame charge and shoot it when you see the hunger go down. Aha, man muss ihn mit einem Feuerstab beschießen. Das ist bestimmt eine Falle, damit wir ihn töten. Nee, das steht tatsächlich im Internet, so in so einem Forum, in der Diskussion. Ja, ich hab's auch gerade eben gefunden. Das steht tatsächlich im Internet. Ich wette, da stehen noch andere Sachen im Internet. Nein, im Internet steht nur die Wahrheit. Ich hab mal gelesen. Okay, aber vielleicht sollten wir wirklich irgendwann mal einen Magierturm bauen oder wie, sowas. Wie machen wir denn so einen Stab? Was müssen wir denn da machen? Warte mal. Naja, Magie. Zauberstab. Woodwench. Wahrscheinlich Firestones. Apprentice Wand. Ach, ich hab da noch einen Feuerstab. Einen Zauberstab hab ich doch noch. Ja, die habe ich doch gerade equipped. Und, Moment. You need to equip a staff with a flame charge. Was ist denn eine flame charge? Wie mache ich die denn? Zauberstab vielleicht? Ja, ich habe ja einen Zauberstab, aber der braucht eine flame charge. Vielleicht so ein Feuerstein? Mal gucken. Mal gucken, ob das jetzt die Lösung ist. Ich bin gespannt. Moment. Es gibt ja Fire Magic Stones, genau. Hm. Kann ich den da jetzt reinziehen? Nee. Das war doch bei Dark and Light eigentlich auch, dass man da so ein komisches Ding draufziehen müsste, ne? Aber das geht nicht irgendwie. Hm. Warte mal, ich versuche einfach mal auf ihn zu zielen. Nö, geht nicht. Ich kann halt mit dem Feuerstein an sich nichts machen. Also kann ich nicht auf den Stab ziehen, es geht nicht. Da muss ich noch irgendwas anderes mitmachen wahrscheinlich vorher. War auch schon so ein blödes Fantasy-Ding, wenn man einen Dinosaurier haben kann. Ja, komm. Wir lassen den jetzt mal hier stehen. Ist er tot? Das finden wir noch raus. Das finden wir noch raus. Irgendwann kriegen wir das raus. Aber irgendwie jetzt gerade nicht. Lasst uns alle die Kanus nehmen einfach. Was ist denn der Plan jetzt? Leveln. Leveln? Leveln. Wir müssen leveln. Wir müssen mal Level 70 und so werden. Oder einer von uns wenigstens. Velunza ist ja schon nah dran mit 51. Ich bin jetzt Level 50, ich bin auch recht nah dran. Ich bin 53. Ritzi ist am nächsten. 45. Mhm. Wollen wir alle auf einen Bronto losgehen? Ketchup. Oh mein Gott. Ich komme. Also ich erscheine. Ich dachte, die Quetschsterben zuerst. Yep. Sag ich auch. Und der Feuerelementar. Die Basis verpufft einfach zu so einem Staubhaufen. Nein. Ach, den hier wollt ihr machen? wartet. Alle müssen dabei sein, alle. Oh. Aber vielleicht so in die Richtung von der anderen Seite angreifen, nicht von der Base aus angreifen. Ja, wir müssen vielleicht ihn dann ein bisschen vielleicht noch weglocken mit seinen 20 Kilometer Angriffen. Der hat den maximalen Schwierigkeitsgrad, ne? Aber der heißt nur Level 4, den kacken wir um. den kacken wir um vor allem. Ja, warte, ich drück schon mal. Das muss richtig mit Schmackes jetzt. Alle gleichzeitig jetzt. Wir können ihn auch mal anschießen und damit weglocken. Langweilig. Ja. Also wenn, dann wollen wir richtig Drama. Gut, dass ich die Basis nie aufbaue. Wir haben übrigens in Sachen Brontos einen Tipp gekriegt. Wir haben einen Tipp gekriegt, von wegen, wir sollen einfach einen Graben um die Base drumherum ziehen. Die Brontos gehen einfach nicht durch die Gräben durch und drehen dann einfach vorher um. Diese doch ein Wassergraben, wie ich gesagt habe. Ja, ich weiß nicht, ob da Wasser drin sein muss. Es reicht einfach schon, dass wenn da was ist, also ein tiefer Graben. Soll ich mal drauf schießen und den weglocken? Ja, schieß mal drauf. Ein bisschen hier rüber einfach. Oh. Ein kleines bisschen. Hab ihn getroffen. Es kommt! Es kommt. Er läuft weg. Stürzt euch auf ihn. Auf ihn mit Gebrüll. Der Dino macht mit, hier, der Wilde. Ich werde von einem Fiomia festgehalten. Was soll denn das? Hält ihn, schnell, alle rauf. Er hängt. Er ist doch jetzt schon hin. Bin da. Ah, oh Gott, was kommt da hin? Achso, das ist Ritzi. Ja, er ist geplatzt. Sieg. Die Rache an den Brontos. Das sieht ein bisschen aus wie Sushi. Sehr gut. Oh Gott. Lasst uns Brontos ja. Jetzt wird der Spieß umgedreht. Jetzt wird's lustig. Ja, schau mal, was da drin ist, ob da irgendwas Tolles hat. Ausdauer macht am meisten Sinn, ja. Pistol Bullet. Zwei Stück. Ach, die droppen Pistol Bullet sogar. Auch nicht krass. Und jetzt?
Wo ist der nächste Bronto? Nö. Den suchen wir jetzt, aber ich wette irgendwo da hinten in dem grünen Bereich. Die sind immer welche. Im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich, ja. Ja, alles im grünen Bereich. Da müssen wir jetzt keine Angst mehr haben und jetzt gleich so ein Level 60er Bronto. Ja, nein. Wir werden alle sterben. Alle. Ja. Der, wird dann nicht davonlaufen. Stimmt, der hat sich nicht gewehrt, stimmt. Aber das war nur, weil er überfordert war. Da ist einer. Jawoll, stürzt euch auf ihn. Ja, oh, ist Level 3. Jawoll, rauf da. Ruf da. Da können wir auch mal gucken. Nein, ich musste kacken, scheiße. Der nächste dahinter ist Level 19. Aua, oh. Aber es geht und noch. Nein, es gibt keinen Dings, die helfen sich nicht gegenseitig. Machen sie nicht? Oh. Ah, okay. Geplatzt! Der nächste! Auf geht's, weiter! Ich hänge in den Teilen. Ich hänge auch in den Teilen. Also wie damals bei Lego-Spielen. Ja. Aua! Au! Ich hab ein bisschen Stamina gerade. Er schmerzt. Hä? Ich Wir kann nicht mehr steuern. Sterben. Nein, er schlägt mich immer weg hier. Ich komme nicht ran. Jetzt von der Seite. Ah, nein, doch nicht. Müsst euch von unten in die Gedärme reinreißen. Die Pixel meine ich. Ach, Stürzt euch auf ihn! Stürzt euch auf ihn! Das ja! war für das eine Mal, wo ihr die ganze Base mit mir weggefegt habt. Ja, ich erinnere mich. Oh Gott, ich war dabei. Und da ist noch einer. Ich war live dabei. Heilt die Tiere erst hoch. Ja, stimmt. Ja. Das ist eine gute Idee. Verdammt, ich habe gar kein Fleisch. Sind sogar zwei. Oh, erst Fleisch. Du da, komm her. Hier, nimm die Fleischkiste, die hier liegt. Du kannst die Fleischkiste jetzt kaputt machen, die hier. Fleischkiste. Ja, es gibt ja nur Primeat fast. Echt? Ja. Okay. So. Oh Gott, ich hab's ja noch ist gar nicht Level geschockt. 12er. Ach, der ist lächerlich. Okay, dann los. Oh, haben alle hochgeheilt schon? Ja, naja, fast. Ein bisschen. Mhm. Ah, der ist Level 12. Komm, den kriegen wir. Klar. Den kriegen wir lock her. Hier, höchster Schwierigkeitsgrad, dass ich nicht lache. Haha, bam! Also das levelt auf jeden Fall sehr gut. Ja. So, aber ich habe jetzt hier etwas unter Half-Life. Ich fühle jetzt schon die XP, die mich durchströmt. Die durchströmt meine Adern. Inventar, genau, da musst du jetzt auf das Fleisch und dann Remote-Use-Item immer einzeln klicken. Das ist halt die alte Version von Ark quasi. Wir haben einen Sturm. Ich habe hier Fernnutzung, ist das damit gemeint? Ja. Ja, wahrscheinlich. Remote ist quasi fern, genau. Fernbedienung, genau. Was? Warum kann ich denn nicht mehr machen? Achso, weil es der war. Nein, er ist schon wieder geheilt. Es stürmt. Weiter auf geht's. Ihn! Ja, ich komme. Ich erscheine. Erscheinen reich. Nein, er hat schon wieder gekackt. Das darf doch nicht kacken. Heftig, was der an Aua macht. Stirb. Macht ihn platt, jawohl. Zerlegt ihn in seine Lego-Teile. Oh, da ist noch einer. Jawoll, das macht aber Spaß. Aber meine Ausdauer ist... Der ist nur Level 2, den kann ich alleine essen. Esst ihn. Wo ist er? Ach da. Ich will wenigstens die XP... Wow! Alter. Au! Ich hab mich erschreckt. Da hast du plötzlich mal so einen Schweif im Gesicht. Ein Schweif? Ich hab erstmal nur die Hörner gesehen und dachte, es wäre ein wilder Kano. Hier gibt's keine wilden Kanos, da kann ich dich beruhigen. Also nicht hier in dem Biom. Talk fürs Leben. Ja, ist doch ich super. Ich habe kein Fleisch mehr. Hier ist eine Fleischkiste, hier, bei mir. Und die kann ich einfach auseinandernehmen. Nimm sie mit einfach dem Argentavis aufeinander. Auseinander? Genau, perfekt. Ja, weiter. Nein. Und? Bist du überladen? Nein. Jo. Noch irgendwo ein Bronto? Wo gibt's denn noch einen? Ich komme mir gerade irgendwie vor wie in so einem auf so einem fremden Planeten irgendwie mit dem Sturm. Ja, ne, sieht so merkwürdig aus. Ist das hier mit dem Prime Meat genauso, dass es extrem schnell vergammelt? Ja, und das bringt auch nichts beim Füttern, glaube ich. Ja. Schlecht. Was ist eigentlich mit dir? Ja, denn wir können jetzt auch zusammen. Ah, ich habe auch Level Ups. Ich hab ein Level gekriegt. Wo seid ihr hin? Ihr habt mich einfach alleine gelassen. Nein, wir haben dich nicht allein gelassen. Ich bin natürlich noch da. Habt ihr nein, ich bin nur noch da hier. Wir guck. Sind hier. Ja, hier guck links irgendwo. Da muss Hallo. Er rennen. Wie fliegst du denn, ey? Das Statisch. Sieht ja merkwürdig aus. Anders als die anderen, die ganz anders fliegen. Du fliegst, das sieht sehr merkwürdig aus, wenn ich das mal sagen darf. Wieso, was habe ich denn gemacht? Ich bin ganz normal du geflogen. Du fliegst. Seht ihr das auch? Wie sie fliegt? Ja, ganz normal. Echt? Normal. Bei mir steht sie so. Senkrecht in der Luft, so und oben. Ich seh's gerade im Stream. Das sieht's ja. Hä?
Was wollt ihr von mir? Sag nein, das ist super. Mach einfach weiter. Das ist Mobbing. Hör nicht auf. Nein, mach weiter. Das ist genial. Da steht der Agentavis Kerzen gerade in der Luft. Was? Ja. Ja. Jetzt bist du gelandet. Ich glaube, jetzt ist es kaputt gemacht. Wunderbar. Pronto. So. Pronto. Weiter Pronto. Die Rache. Die Rache. Ja, jetzt. Die Rache an den Brontos. Aber es ist neblig irgendwie. Es ist Wind. Es ist Sturm. Bei mir steht Wickeln. Wickeln? Wo? Ja. Vorhin war Donnerwetter. Jetzt haben wir Wickeln. Wickeln. Ich mag die deutsche Übersetzung. Die ist lustig. Aber da steht einfach nur Wind. Nein, bei mir steht Wickeln. Ja, dann wickel Windel. Mal. Wadenwickel, Windelwickel. Wickelwickel. Wir könnten noch mal in so eine Höhle rein mit den Viechern aufräumen. Links man auch. Könnte man auch. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir werden von einem Eulen verfolgt. Nami, pass auf, du wirst vom Eulen verfolgt. Einfach mal reinbeißen. Die sind direkt dann tot. Die sind tot? Was? Level 9. Ach, stirb, Eulen. Ich hab den Eulen vernichtet. Wartet auf mich! Nauf. Gar nicht so hier, so schnell hier und überhaupt so. Ah, Platz, Pronto. Platz, Platz doch. Guck mal zu mir rüber. Ich will mal ein schönes Bild machen. Scheiße, das ist doch schon zerplatzt. Es geht immer so schnell. Nein, keine Fotos. Er ist schüchtern. Coyote. Da ist noch ein Pronto. Geradezu. Ja, auf ihn. Schneckt sie weg. Kommt der gerade aus einer Höhle geklettert? Der ist 22, der lohnt sich. Ja, der lohnt sich. Sauber. Greift ihn an, greift ihn an. Der ist ein bisschen dumm. Das sind Prontos nicht immer. Aber der hier macht nix. Wie das aussieht. Wie das aussieht von Weitem, wenn ihr die platt macht. Flupp. Und da ist er geplatzt. Schon wieder ein Kanu. Und ich bin, hab, oh Gott, ich was? Bin gerade hochgebackt. Was jetzt, war das denn? Ja, ich hab's gesehen, oh Gott. Mit der Leiche verschwunden, so. Weiß nicht, ich würde dem Agentavis gerne beim nächsten Mal ein bisschen Leben geben. Ich vertraue dir das vollkommen an, das Tier vernünftig zu leveln. Okay. Ja, du machst das schon. Wir vertrauen dir alle. Das wird schon. Und können wir nicht auch so eine Ruine leerräumen? Ruine? Mit den Kanus wohl schlecht. Ruine? Oh, welche Ruine? Die nicht abbauen? Ich habe aus Versehen ein Dödi getroffen. Viel Spaß damit. Ach, das Dödi interessiert sich dafür gar nicht. Nein, der hat mich nur geschlagen. Ja, nee, der passt, das passt schon. Den kann man jetzt ankauen, bis er sich einrollt. Ah, das war's. Ah. Das Dödi. Knowing me, knowing you. Ja, wo wollen wir jetzt hingehen? Wollen wir jetzt in die Ruine? Was sollen wir denn machen? Da hinten ist übrigens noch ein Bronto. Lass uns den Bronto töten. Wenn wir leveln wollen mit den Tieren, geht das schneller, als wenn wir persönlich Sachen umbringen. Ja, das stimmt. Ich hab gekackt. Gerhard hat gekackt. Wie können wir jetzt hier rüber? Warte mal. Hier links ist eine gute Seite. Links. Achso. Was? Wo? Ja. Links. Links. Lea, du und ich ganz alleine gegen den Bronto? Hey, der ist Level 40. Oh Gott. Nein, was? Level 40? Ich hab schon angefangen. Ja, ich komme. Oh, ich bin auch dabei. Oh Gott. Oh, der macht Aua. Auf ihn. Nichts. Los. Nein. Gut aufpassen, Lea, ne? Aufs Leben. Ja, ja. Jetzt, du sollst nicht die Dodos töten, die Brontos. Ich bin noch auf dem Weg gewesen. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Er platzt, jawoll, in seine Lego-Bestandteile ist er zerplatzt. Jawolla. Ich sehe nichts, ich bin blind. Ich muss leveln den Kanon. Der Endgegner auch hier, die Bäume. Tja, es ist immer so bei Ark. Die Bäume sind der Gegner. Der hat nur 12 dazu bekommen, an Leben. Wir könnten auch in die Wüste gehen. Ach, guck mal, hier hat einer ein Schild aufgestellt. Ja, da geht's zum Tod. Auf zum Tod, den können wir umbringen. Doomlands, ja genau. Wollen wir das mal versuchen? Ja. Oh Gott. Und tschüss. aber erst hochheilen, wenn es geht. Ja, super. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht, ehrlich gesagt, aber... Was, echt? Warum kann ich nicht durch... Tot. Das ist kaputt. Ja, Terrorbirds. Ah, jetzt. Und Skorpione. Rache am Tod. Wollen wir noch kurz warten, bis es Tag ist, damit wir auch was sehen, wenn wir den Tod angreifen? Weil ich sehe gerade auch keinen Boost. Ja, Spielbars Kanu rennt, glaube ich, auch einfach durch. Stirb, Skorpion. Jawohl. Und das ist wieder ein Level-Up. Oh, warte mal, ich habe ein Level-Up.
Nee, habe ich nicht. Wir können auch mal so einen Magic Forest von unten bis oben aufräumen. Gibt bestimmt auch gut XP. Die Werwölfe machen, aber gut Aua, ne? Also da müssen wir aufpassen. Ja, die sind da ja gefährlich. Aber hier hinten sind halt die hier Minotauren und Zyklopen. Die sind auch nicht viel besser. Stimmt, die sind auch ziemlich böse. Und der Tod. Ja, der Tod sowieso wahrscheinlich. Also irgendwie glaube ich, dass der Tod uns alle one-shottet. Aber dann frage ich mich auch, wenn es ja quasi nicht möglich ist, so richtig overpowerte Tiere zu kriegen, sondern nur so normale Mini-Level-Punkte und Schritte zu machen, weil durchs Zähmen scheint es ja keine Unterschiede zu geben, dann frage ich mich, wie soll man denn dann den Tod besiegen? Mit Masse oder was? Oder Technik später. Ich muss wieder Kakteen mitnehmen. Auch so ganz geil. Wichtig. Dann frage ich mich, wie soll man denn dann den Tod besiegen? Die Frage, die Menschheit schon von Anbeginn beschäftigt. Das ist da ein Loot-Drop, können wir da hin? Wir könnten Glück haben, wenn wir einen guten Loot-Drop aufmachen können, dass da mal ein Rexsattel drin ist oder sowas. Ja. Das stimmt, dann lasst uns doch da mal hingehen. Das können wir ja nachts machen, da wissen wir ja, wo wir hin müssen, sehen wir ja. Ihr meint jetzt schon den weg. Auf Osten, ne? Ja, genau, da laufe ich gerade hin. Das ist nicht ein bisschen weit? Nein, der ist recht nah. Aber hier wird schwer rüberzukommen. Vielleicht sollten die Flieger das übernehmen. Du hast eh das höchste Level, Ritzi. Ach, ich finde das gerade ganz gut. Lea ist doch die mit mir zusammen. Warum habe ich jetzt da links so ein GG? Dann macht ich ihr das auch mal. Nur 54, das nächsthöhere wäre wahrscheinlich 55. Hier steht, affected by mist, it increases torpidity. Dieser komische Nebel hier im Sumpf ist das. The mist. So ein Mist aber auch. Machst du den auch? Ach, hier kommt man nicht weiter. Gucken, was er für ein Level für braucht. Oder soll ich es machen? Wir gucken einfach mal, wer es aufmachen kann. Jo. Jo. Seid jetzt alle durch den Sumpf gerannt? Jo. Und ganz 70. Oh, Scheiße. Oh mein. Ist es hier dieser Dampf, der hier aufsteigt? Ja, ja genau. Der Mist ist das also. Ah, da sehe ich Gerhard. Ich habe vergessen, wo wir hin müssen. Ich bin jetzt oben auf dem Berg hier wieder bei dem Herbst. Ah, ja, genau. Ups. Das hier ist, glaube ich, das ist Dark Forest. Hier gibt es die Werwölfe, hier will ich nicht sein. Ah, Schattenwolf! Den habe ich schon mal umgebracht. Ja. Oh, das ist 41, der wäre besser als unsere. Ja, du, ich glaube, das macht eh keinen Unterschied. Hat man ja gerade beim Cats auch gesehen, der war ja auch genauso. Seid ihr jetzt links, rechts oder wo seid ihr hingelaufen jetzt? Hier oben. Genau, diesen ganz hohen Herbstberg hier. Werwolf. Ja, wie soll ich mir denn das beschreiben? Oh Gott, er kommt zu mir! Werwolf. Hier, alle auf ihn! Esst ihn auf, schnell! Gott. Ja, vielleicht machen wir genug Schaden. Ja, machen wir. Ich hab den mit dem Bär alleine besiegt schon mal. Ah, nice. Na dann. Jawohl, geplatzt ist er. Und wir kriegen Magic Core und so ein Kram. Magic. Stimmt, wir können so Gem-Spiders auch mal fressen, damit wir wieder diese Magic Stones kriegen. Die verschiedenen da. Es ist schon wieder viel zu lange dunkel, ehrlich gesagt. Ich habe das doch das letzte Mal so schön eingestellt, dass das so schnell wieder hell wurde. Warum ist denn das jetzt wieder nicht? Kann das sein, dass bei jedem Update sich irgendwie die Indie zurücksetzt? Greif? Ach nee, ich brauche einen Sattel, ne? Ja, einen Sattel bräuchte man. Essen der ist Level 24. Viele haben gesagt, der ist sehr stark. Nicht essen. Also wenn, dann müssten das Lea und ich wahrscheinlich machen, oder? Na, der kommt doch runter. Runterholen. Aber... Nachts haben doch die mit roten Augen Boost, ne? Mhm. Da ist eine Gem-Spider. Das Känguru hat wieder gereimt. Den Kapuzenträger, den Sensenmann, den gingen die Wolfriders ganz tapfer an. Und ob ihrer Tiere Zeit war gekommen, das würde sich wohl erst zeigen, wenn die entscheidende aller Schlachten war gewonnen. Ah! Tötet den Greif! Fress ihn! Ah, der macht aber nicht so viel Aua. Doch, bei mir gerade schon. Ja. Oha, Alter! Haltet ihn runter, nicht hochfliegen mit ihm. Ja, lasst ihn unten. Nami. Oh, Nami! Ich bin unter Half-Life. Ja, okay. Er folgt dir aber, du darfst jetzt nicht landen. Der ist genauso schnell wie du, scheiße. Mit dem Bogen zurück zu uns, dann passt das. Und dann an uns vorbeifliegen, genau. Hab ihn abgelenkt. Er hat mehr. Kommt, runter. Ah, kommt nein, auf dem Berg, genau. Ja, jetzt sauber. Ist bei Lea. Passt. Tötet ihn! Gott, ich häng fest. Der hat echt böse zugeschlagen. Ah, oh ja, ich merk das. Er ist nicht umsonst. Ja! Mit der höchsten Schwierigkeitsgrad. Aber dafür haben wir ordentlich XP gekriegt. Da rechts ist noch ein Greif und vor uns ist so ein Pilzend. Ich hab nichts von den XP. Wollen wir mal den Pilzend angreifen? Ich auch nicht.
Willst du es probieren? Heilt euch erst wieder hoch, wenn ihr. Ja, stimmt. Lasst uns heilen. Aua, mich greift was an. Oh, was für ein Scheiß. Bitter. Geisterwolf. Hätte er mich noch einmal getroffen, wäre er. Vorsicht, wär ne, da greift es ja nah bei uns. Noch ein Greif? Ja. Oh Gott, und ein Gargoyle. Stimmt, das haben sie auch. Hat auch einer geschrieben, wir sollen uns ein Gargoyle zähmen, weil die total stark sind. Oh Gott, nein. Stopp. Jetzt habe ich XP gekriegt. Ja, gut. Mal Fleisch. Da vorne. Ich hab Prime Meat. Da vorne ist der End. Ich hab jede Menge Fleisch, wenn ihr was braucht. Also, wenn wir gegen den Greif kaum eine Chance haben, glaube ich, sollten wir das mit dem Tod besser lassen. Ja, der Tod. Der Tod ist, glaube ich, so. Ich mal Fleisch. Den müssen wir mal probieren mit so einem ganz unwichtigen Tier und einfach mal nackig hin und dann mal gucken, wie schnell das Tier tot ist. Du meinst Rexy? Nein! Weiß ich nicht, keine Ahnung, mit irgendeinem Low-Level-Para oder so. Meinst deinen Bären? Nein! Nein! Nicht den Bären! Meinst den Maulwurf? Nein! Nicht Mauli! Du meinst, ich soll eins meiner Tiere opfern? Hier, Katze! Wir könnten eine Katze zähmen und sie zum Tod schicken. Oh nein! Oh ja, los geht's. Ich bin dabei. Siehst du? Achtung, da vorne ist der End. Hey, wir hatten hier gerade das Licht angemacht. Hier hat kurz was geleuchtet. Irgendwas hat hier gerade geleuchtet in der Ecke und dann war es aus. Ich habe eine Fliege auf meiner Schulter, aber sonst. Ich habe eine Fliege auf meiner Schulter, sehr gut. Das ist übrigens sehr schön, dass du wenigstens einer Licht macht. Ich könnte auch Licht machen eigentlich. Ich muss es nicht festhalten zumindest. Wahrscheinlich geht jetzt die Sonne auf, wo ich die Fackel angemacht habe. Wollen wir jetzt den End angreifen? Alle bereit? Alle bereit? Alle soweit? Okay. Und los! Der macht. Da müsste sich doch eigentlich. Ist was, ich steig mal ab. Sicher, dass vielleicht. Das. Ein. Ah! Drehant. Wow. Da musst du erst mal absteigen. Das nimmt ja keine Notiz von mir. Er sieht auch so lustig aus, ey. Ja. Was wollt ihr von mir? Wie hab ich denn bitte gerade aus dem Spiel raustappen können? Das passiert manchmal, das passiert mir auch. Wenn du ganz erratisch klickst, dann passiert das automatisch irgendwann. Und an dieser Stelle endet wieder diese Folge PixArk. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und seid auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn wir uns weiter mit unseren Tieren durch die Welt schnetzeln, um uns hochzuleveln. Schaut auch nochmal in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Rev-Link für G-Portal PixArk Server, bei dem ihr 5% Rabatt auf PixArk Server bekommt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge PixArk. Bis dann, ciao, ciao!